Bevor wir über Längen, Flächen und Volumina verschiedener geometrischer Körper sprechen, wollen wir generell ein Wort über das Messen verlieren. Messen im physikalischen Sinne heißt, wir vergleichen. Wir vergleichen zum Beispiel die Länge einer Würfelkante mit der Zentimetereinheit. Wir stellen fest, die Würfellänge ist viermal so groß wie die Zentimetereinheit. Die Länge ist 4 cm. Wir können daraus die Fläche einer Würfelseite berechnen, das sind 16 Quadratzentimeter. Wir können das Volumen des Würfels berechnen, das sind 64 Kubikzentimeter. Länge, Fläche, Volumen sind physikalische Größen. Sie bestehen in der Regel aus einem Zahlenwert, hier in geschweifte Klammern geschrieben, und einer Einheit, hier in eckige Klammern geschrieben. Die gesamte physikalische Größe ergibt sich als Produkt des Zahlenwertes mit der Einheit. Der Flächeninhalt eines Rechtecks mit den Seiten a und b ist a mal b. Der Umfang eines Rechtecks ist 2 in Klammern a plus b. Der Flächeninhalt eines Quadrates ist a mal a oder a Quadrat, der Umfang 4a. Um den Flächeninhalt eines Dreiecks zu ermitteln, erweitern wir ein Dreieck zu einem Rechteck. Eine Seite des Rechteckes ist die Höhe h des Dreiecks, die andere Seite ist die Grundseite g. Wir erkennen, dass die Fläche des Dreiecks genau halb so groß ist wie die Fläche des Rechteckes. Das bedeutet, die Fläche des Dreiecks ist ein halb Grundseite mal Höhe. Wir können jede Seite des Dreiecks als Grundseite ansehen, entsprechend haben wir drei äquivalente Formulierungen. Um die Fläche eines Parallelogramms zu ermitteln, verwandeln wir das Parallelogramm in ein Rechteck. Wir sehen, dass wir nur rechts ein Dreieck abtrennen und dasselbe Dreieck links anlegen müssen. Das heißt, das Parallelogramm hat die Fläche Grundseite mal Höhe. Um die Fläche eines Trapezes zu ermitteln, müssen wir die beiden parallelen Seiten addieren, mit der Höhe multiplizieren und eine halb nehmen. Wir haben hier ein Trapez mit den Seiten 3 cm und 5 cm und der Höhe 2 cm. Die Fläche dieses Trapezes ist 1/2 3 plus 5 mal 2, also 8 Quadratzentimeter. Wir können das Trapez durch Verdoppeln zu einem Parallelogramm ergänzen. Das Parallelogramm hat die Seitenlänge a plus b gleich 8 cm, die Höhe 2 cm, also die Fläche 16 Quadratzentimeter. Wie viel Quadratzentimeter entsprechen einem Quadratkilometer? Wir formulieren, 1 Kilometer sind 1000 Meter, 1 Zentimeter sind 0,01 Meter. Setzen dies in die erste Gleichung ein und erhalten 1 Million Quadratmeter sind x mal 0,0001 Quadratmeter. Entsprechend ist x gleich 10 hoch 10. Wir wollen den Strahlensatz beweisen mit Hilfe von Dreiecken und ihren Höhen. In dieser Skizze haben wir ein grünes Dreieck und ein rotes Dreieck. Diese beiden Dreiecke sind gleich, denn sie haben die gleiche Höhe. Wir skizzieren ein weiteres Dreieck in Blau. Fläche Blau zu Fläche Rot ist gleich Fläche Blau zu Fläche Grün. Wir berechnen die Fläche des blauen Dreiecks 1/2 SCAF, die Fläche des roten Dreiecks 1/2 CDAF. Wir drücken die Fläche des blauen Dreiecks durch 1/2 Grundseite mal Höhe 1/2 SCAF. Und die Fläche des roten Dreiecks durch 1/2 Grundseite mal Höhe 1/2 CDAF aus. Wir können die Fläche des blauen Dreiecks auch als 1/2 SAEC ausdrücken und die Fläche des grünen Dreiecks ergibt sich zu 1/2 ABEC. Die Höhen rechts und links können wir kürzen und wir erhalten SC zu CD ist SA zu AB. Wir stellen diese Gleichung um, addieren auf beiden Seiten 1, einmal in Form von CD durch CD, einmal in Form von AB durch AB und erhalten den Strahlensatz.